Okay, es geht weiter, Leute. Und hier ist die Stelle, wo man gegen Broly kämpfen kann, nachdem man bei Shenlong ihn gewünscht hat, also gegen den ultimativen Kämpfer. Also erstmal kurz zusammenfassen. Ich habe die ganzen drei Wünsche gemacht. Es gab drei Wünsche. Bring mich zu einem anderen Ort. Den zeige ich euch noch später nach dem Kampf. Ein wunderbarer oder sagenhafter Gegenstand. Das ist das hier. Schwarze Karate-Outfit, damit, wenn also wenn ihr das euch wünscht und also anprobiert, also hier ausrüstet, für jeden Schritt kriegt ihr dann 2 Erfahrungspunkte oder so und ja, ihr kriegt nur Erfahrungspunkte beim Baron wandern. Und der dritte Wunsch ist, gegen Broly zu kämpfen. Die restlichen Wünsche sind nur, macht mich schwer reich, gib mir Erfahrungspunkte, gib mir FP-Punkte, Fähigkeitspunkte. Das sind die anderen Wünsche. Und was ich jetzt noch habe, ist Adrenalin. Also das habe ich ja davor schon geholt. Das hält meine Zornanzeige auf, hält einfach auf maximale Stufe. Das brauche ich jetzt gegen den Kampf gegen Broly. Und die Level von meinen Charakteren sind 73, 74, 75, 75, 73, 73. Und erstmal einstellen, mit welchem Charakter ich kämpfe. Also ich weiß schon, wie ich gleich hier kämpfen werde. Maus bitte weg. Okay, so werde ich kämpfen. Ich muss mir das kurz Ausrüstung angucken. Okay. Okay. Broly ist schwer, also ich versuche jetzt mein Glück und hoffe mal, dass ich ihn jetzt schnell besiege. Kakarot! Okay. Ich muss jetzt ihn schnell besiegen können. Alles auf Zorn, okay. Warte, du verteidigst erstmal. Du machst erst dich mal zornig. Du machst dich mal erst Kaioken. Ja, das meinte ich, diese Kacke. Er ist so ein Hurenbock. Okay, jetzt muss ich sehen, wie ich ihn hochnehme. Warte, wie war das nochmal? Hellenspirale. Volle Wunderkraft und... Meteor-Kombination, oder? Scheiße, ich dachte, ich mache jetzt... Okay... Er hat 50.000, wollte ich kurz erwähnen. Also habe ich jetzt eine geringe Chance, gegen ihn zu gewinnen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt ihn so besiegen kann. Ja, Son Gohan, gib ihn. Okay, er hat ihm schon irgendwie 16.000 abgezogen. Höllenspirale kommt noch gleich. Du Hund. Max-Bohne auf dich selbst. Genki Dama mache ich auf ihn. Ich habe die auf volle Stufe gemacht. Alles auf... Ach, das zeige ich euch sowieso gleich. Ich hoffe, er greift mich nicht an. Gut so. Nein. Du heilst erstmal Piccolo. Er muss überleben. Verdammte Kacke. Du Hund. Ah, scheiße. Okay, Max Bohne auf dich. Jetzt kommt Genki Dama. Das, so sieht die Genki Dama aus auf der höchsten Stufe. Und der Sound kackt wieder langsam rein. Aber er trifft. Heil dich. Dieser Schwanzkopf lebt noch, das weiß ich. Ich wusste es doch, du kleiner Bastard. Wo ist das? Schwanzfeder. Ich habe doch hier Verbündete für alle. Komm. Oh, du Futter. Ich hasse dich, Son Goku. Ach, du Schwachmat von einem Kämpfer. Oh nein, jetzt pumpt er sich auf. Jetzt ist das scheiße. Okay, jetzt muss ich bestimmte Sachen machen. Okay. Regeneration auf dich. Du machst auf zornig wieder. Und du machst Nachbildtechnik. Damit er ausweichen kann von seinen Angriffen von Broly. Ja, deswegen. Wenn er mich jetzt getroffen hätte, 3000 abgezogen. Locker, 3000.
Okay, alle werden zornig, gut's gut. Also er wird zornig. Ich mache einfach mal die Items, die ich habe. Weil er sowieso trifft jetzt keine Attacke von mir. Und Angriff einfach mal normal. Wie ich euch gesagt habe. Droh. Egal, komm, bisschen Items zeigen, schadet ihr nie. Phönixfeder setze ich einfach mal ein. Meteor-Kombination. Das trifft immer sowieso. Vielleicht töte ich ihn jetzt schon. Hoffe ich jetzt mal. Gigantischer Knall. Nachbildtechnik. Er muss überleben, Son Goku. Das ist wichtig. Da kann er Genki Dama wieder einsetzen. Habe ich gewonnen. Seht ihr, Leute, was wäre passiert? Volle Wunderkraft und Angriff. Och, Kacke, Mann. Jetzt pumpt er sich wieder auf, der Bastard. Egal, komm. Vielleicht tötet das jetzt ihn. Hoffe ich jetzt mal. Aber anscheinend nicht, weil. Ja, ich wusste es doch. Zorn. Meteor-Kombination. Ach, ich habe vergessen, Piccolo. Ah, seht ja. Okay, wenigstens etwa einen Schaden. Zum Glück habe ich diesen Nachbildschlag. Okay, er ist zornig. Halt dich mal lieber, Digga. Oh, Nachbildtechnik. Okay, jetzt habe ich gleich voll und dann kann ich perfekt meine Genki Dama auffüllen. Gut so. Warte, du musst mal ein bisschen Ki mir schenken. Und ich mache jetzt. Ach, Kacke. Ja, jetzt ist er. Du elender Schwanzkopf, leck mich doch. Okay. Okay, 400 Ki dazu bekommen. Ja, ich weiß jetzt, danke. Schwanzfeder habe ich ja genügend, oder? Ach komm, das habe ich noch genügend. Kaioken. Okay, jetzt ist sein Ausweichreiz auch noch. Ah, Kacke. Genki Dama. Jetzt bin ich der Einzige, der jetzt noch überlebt. Ja, pump dich auf, Digga. Ja, pump dich auf. Wir haben ja nichts anderes zu tun, als dich zu beobachten. Komm. Ja, komm, ich weiß, dass alles gestärkt wird. Willst du mich verarschen? Ey, der trifft meine Genki Dama hundertprozentig nicht. Okay, gucken wir mal. Ich hoffe mal, das trifft. Wenn er das jetzt ausweicht, dann raste ich aus. Und irgendwie sieht die Genki Dama auch kleiner aus. Oh. Nachbildtechnik. Okay, jetzt trifft er mich nicht mehr. Gut so. Jetzt muss ich mich gleich heilen. Max Bohne. Okay, jetzt haben. Du Hund. Lass das Salbe. Warte, ich weiß doch. Jetzt kommt in der Kugel. Aber der trifft mich nicht, oder? Wenn doch, habe ich trotzdem noch ein paar. Was ich gleich einsetzen werde. Okay, hat mich ein bisschen getroffen. Nach Bildtechnik. Okay, vielleicht schaffe ich den Kampf jetzt noch mit Son Goku. Pomp dich nicht auf, Digga.
Okay, gucken wir mal. Vielleicht schaffe ich den Kampf jetzt noch. Ich muss mal Ki wieder auffüllen. Ich brauche das noch für den Kampf hier. Ja, egal, nicht getroffen. Meteor-Kombination. Oh, das trifft sowieso. Oh, scheiße. Gucken wir mal, bitte. Vielleicht ist er jetzt schon tot. Nein, Nachteltechnik. Oder? Kaioken, komm jetzt. Du Hund, warte. Genki-Dama. Vielleicht, warte, mit, nach diesem Schlag habe ich ihn dann besiegt, 100%. Ja, pump dich auf, egal, das ist gut für mich. Ist gut für mich, nur zwei Runden. Mach das noch einmal, dann habe ich gewonnen. Ja, Ausweich, ja, Tempo von Broly gestiegen, okay. Ja, gut so, ich habe gewonnen. Gut so. Jetzt habe ich dich hochgenommen, Digga. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, du. Oh, ja. Egal, die anderen sind gestorben, aber ich habe überlebt. Und mit meinem Genki-Dama habe ich ihn hochgenommen. Ich hoffe mal, dass er jetzt tot ist. Wenn nicht, habe ich eine Arschkarte. Was? Du lebst noch? Ey, du willst mich doch verarschen, Mann. Ah, der hat doch 50.000. Ich habe doch längst 50.000 von ihm abgezogen, oder? Hoffe ich jetzt mal. Max Bohne, heil dich erstmal. Okay, jetzt noch ein bisschen Ki. Ach, für die ganze Gruppe habe ich gemacht, egal. Ja, okay. Ja. Ich habe es verstanden, dass du dich aufpumpen kannst. Ist schön für dich. Nachbildtechnik. Okay, jetzt will er mich bestimmt. Egal, vergiss, was ich sagen wollte. Dann nach diesem Kampf brauche ich eine Pause. Ich brauche eine dringende Pause. Ich wollte eigentlich bis Level 99 machen, aber nein. Ich will mich verarschen, Mann. Vielleicht macht er das nur, weil er fast am Ende ist. Kann auch sein. Okay, vielleicht ist er jetzt tot. Ich hoffe das jetzt mal. Oh, okay. Okay, es kann sein, dass er jetzt gleich stirbt. Stirbt, nicht stirbt. Komm, bring ihn um. Hey, ich dachte, er hat sie gerade aufgepumpt, aber... Wenn nicht, dann nicht. Ja! Übertreib! Wie viel habe ich noch? 3 Stück. Okay, er hat nur eins dazu bekommen. Er hat dort 2 nur. Ja, ich habe ihn besiegt. Verdammter Fettkopf. Papa? Es ist vorbei, mein Sohn. Es ist vorbei. Sein Ki ist unglaublich. Größer als bei jedem Gegner, gegen den ich je gekämpft habe. Brolys Kette erlangt. Vollkette. Jetzt holen wir uns die ganzen Kisten und danach mache ich einen Cut. Und die Gegner sterben sowieso gleich. Ich muss sie gleich mal auswechseln. Boah, der Kampf hat zu lange gedauert. Ich dachte wirklich, dass er noch lebt. Okay, war kurz auswechseln für die Gegner, die alle gestorben sind. So. Also, benutzt das, was ich gemacht habe, und die Strategie. Ach,
So, dieser Bastard, der. Er hat schon von der Musik etwas Spezielles. Man kann ihn nicht so oft treffen. Wenn man Glück hat, wenn man ihn tötet, dann kriegt man 12.000 Erfahrungspunkte. Ich zeige jetzt einfach mal alle Kämpfe. Und die Kämpfe, die ihr schon gesehen habt, schneide ich einfach raus. Drachenzorn, gucken wir, sehen wir uns gleich alles an. Okay, neue Gruppe, aber die haben wir schon längst gesehen, aber ich zeige die trotzdem mal. Boah, ich habe ihn besiegt. Ich dachte wirklich, dass sie jetzt ein Fail-Part wird, aber ich habe es ihm geschafft. Okay, ich hole mal alles Schatztun, sonst wird der Part viel länger, wenn ich jetzt jedes Mal kämpfen muss. Und wir sehen uns bei dem Ort, wo man jetzt hingehen kann. Also bis gleich.